Hallo ihr Lieben, ja, ich habe ja versprochen, dass ich ein Video über meine Depression mache, also die ich seit letztes Jahr im Sommer hatte, bis jetzt so im Frühling. Ich habe immer noch Auswirkungen davon. Ja, das war nicht leicht. Also, und es fällt mir jetzt nicht leicht, darüber zu reden. Ich wollte es eigentlich für mich behalten und es einfach so im Sande verlaufen lassen, bis mir wieder besser geht. Es hat lange gedauert. Also ich muss sagen, es fing an mit Schlafstörungen letztes Jahr, wo es so heiß war. Und da habe ich halt gedacht, okay, ist halt die Hitze, ne? Du kannst nicht schlafen. Es waren am Anfang, habe ich 2 Stunden geschlafen, da war ich wach. Da habe ich da gesessen, habe gelesen. Oder gearbeitet. Und dann war ich mittags todmüde. Und so ging das über Wochen. Und die Zeit, in der ich geschlafen habe, wurde immer weniger. Immer weniger, und es kam nach 6, 7 Wochen an einen Punkt, wo ich einfach gesagt habe, also ich gehe zum Arzt, der muss ja was geben zum Schlafen, sonst ich kann kein Auto mehr fahren, ich kann nicht mehr schreiben. Meine ganzen Gedanken haben sich nur noch ums Schlafen gedreht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass das eine Depression war. Das habe ich erst später erfahren durch meinen Arzt. Also ich habe dann nur gedacht, es sind Schlafstörungen einfach, ja. Insomnia, wie man so schön sagt. Ja, war es nicht. Und dann kam einfach so an einem Sonntag kam der Zusammenbruch. Also, der hat mir halt Schlaftabletten verschrieben, der Arzt, die habe ich dann genommen, die haben nicht gewirkt, egal was ich eingenommen habe, egal wie viel ich eingenommen habe. Habe vielleicht öfter auch zu viel eingenommen, wie ich hätte sollen. Ich hatte Glück, dass ich wieder wach wurde, würde ich sagen. Aber ja, das hat alles nichts gebracht. Ich konnte nicht schlafen. Nach einer Stunde war ich wach, nach einer halben Stunde war ich wach und dann war nichts mehr mit Schlafen. Überhaupt Tiefschlaf hatte ich gar nicht. Und dann kam sonntags, wie gesagt, dieser Zusammenbruch. Ich bin komplett in Tränen ausgebrochen, konnte dann nicht mehr aufhören zu heulen. Hab nur noch geheult. So extrem schlecht, mich so schlecht gefühlt, als würde die Last der ganzen Welt auf mir liegen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so mies gefühlt. Und ja, das ging dann so 2 Tage. Es war ja Sonntag und Montag bin ich dann nachmittags zum Arzt und habe gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann nicht aufhören zu heulen. Ich fühle mich hundeelend. Da hat er mir Antidepressiva verschrieben. Die habe ich nicht vertragen, was ich aber nicht gewusst habe. Ich habe die genommen und die Depression wurde schlimmer. Das heißt, ich habe dann Selbstmordgedanken gekriegt. Also richtig schlimme Selbstmordgedanken. Ich habe 4 Tage nur auf der Couch gelegen und habe überlegt, wie ich mir die Pulsadern aufschneide. Dann hat Familienangehöriger gesagt, Patricia, entweder setzt du die jetzt ab oder ich lasse dich einweisen. Ich habe die abgesetzt und ich muss sagen, nach 2, 3 Tagen ging es mir wesentlich besser. Aber ich hatte immer noch die Depression. Also bin ich wieder zum Arzt, habe ihm das erklärt und er hat gesagt, ja, es gibt Fälle, wo solche Medikamente das Gegenteil bewirken, was sie tun sollen. Die machen alles schlechter. Also hat er mir was anderes verschrieben. Das hat dann, naja, über einen längeren Zeitraum funktioniert. Aber ich hatte halt, ich war komplett ausgeschaltet. Also das hat halt alle Nerven, alle Gefühle ausgeschaltet. Ich habe nicht mehr geheult. Ich konnte machen, was ich machen musste. Aber ich hatte keine Gefühle. Und das ist schlecht, wenn ich schreibe, weil eine Schriftstellerin braucht Gefühle. Ich muss das ja auch vermitteln und transportieren können. Und das konnte ich halt nicht. Also konnte ich auch nicht schreiben. Das war ganz schlimm für mich. Und da bin ich zum Arzt und habe gesagt, ist das normal, dass man gar nichts fühlt? Also ich glaube, wenn jemand zu mir gesagt hätte, deine Mutter ist eben gestorben, hätte ich gesagt, ja, also nicht, weil ich die nicht liebe, sondern einfach, weil ich komplett ausgeschaltet war. Und das wollte ich halt nicht. Und da hat er mir was anderes verschrieben. Das hat dann gewirkt. Das habe ich dann auch 4, 5 Monate genommen. 6 Monate? 6 Monate, würde ich sagen. Und ja, und hab's abgesetzt jetzt vor 4 Wochen und es geht mir gut. Es geht mir gut. Also ich fühle mich klasse und darum mache ich dieses Video, um zu zeigen, egal wie schlecht ihr euch vielleicht mal fühlt und egal wie tief die Depression ist und glaubt mir, also meine war richtig tief. Ich habe gedacht, das ist es. Ich mag nicht mehr leben. Ich habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Wie gesagt, ich habe mir nur überlegt, hier, wie schneide ich mir die Pulsadern auf. Aber egal, wie schlecht ihr euch fühlt, es wird
immer weitergehen und irgendwann wird es auch wieder besser. Nicht aufgeben, weitermachen. Ich habe das verheimlicht im Internet, bei meinen Posts und so, habe dann geschrieben, ja, es geht mir gut oder ich habe Migräne. Ja, wenn ich ja mal so ein paar Tage nicht online war und die Leute haben mich dann gefragt, ja, warum bist du denn nicht online? Sag ich, ja, ich konnte nicht, ne? Ich hatte Migräne oder wie gesagt, ne, hab irgendwann hab Termine gehabt und das war nicht wahr. Mir ging es einfach scheiße. Ich habe da gelegen, habe geheult. Und das hat mein ganzes Leben, auch wie man die Umwelt wahrnimmt, beeinflusst. Wenn jemand was gesagt hat, jetzt in meinem normalen Zustand, ja, also ohne Depression, nehme ich das ganz anders auf. Ich habe das damals dann komplett verkehrt aufgenommen und habe mich dann noch schlechter gefühlt. Ich habe das, es hat alles ins Negative gezogen, auch wenn es gar nicht so gemeint war von der anderen Seite. Ja, also da, das ist einfach, das ist Depression. Und ich hatte nie eine Depression, will auch nie wieder eine haben. Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat, keine Ahnung. Ja, es war schlimm. Also das will ich deutlich machen. Es war wirklich, wirklich schlimm. Und es hätte böse ausgehen können. Ich bin froh, dass ich die Kurve gekriegt habe und auch zum Arzt gegangen bin. Das ist auch wichtig. Auch wenn das erste Medikament nicht funktioniert hat, das zweite war mir dann zu stark. Das dritte hat dann funktioniert, man muss weitermachen. Auch wenn, wie gesagt, man wird Rückschläge erleiden, vielleicht kommt das auch wieder. Ich hoffe es nicht, aber ich bin froh, dass ich wieder ich selbst sein darf und wieder glücklich sein darf und lachen darf. Und das tue ich auch ausgiebig. Bin wieder ich selber, darf wieder ich selber sein. Aber es hat mir verdeutlicht, was eine Depression in einem Menschen anrichtet. Wie schnell das umschlagen kann, ja, von mir geht's gut zu mir geht's komplett scheiße, ich will sterben. Ja, ich mag nicht mehr leben. Das Leben ist nicht mehr lebenswert. Wie schnell das geht. Und ich würde nie, nie mehr jemand verurteilen, wenn er diesen Kampf verliert. Ich finde, man muss kämpfen, es lohnt sich und es kann wieder gut werden, es wird auch oft wieder gut. Aber man darf da niemals jemand verurteilen und sagen, ja, der hat so schnell aufgegeben, der Mensch. Man weiß nicht, wie dreckig es dem ging. Und dasselbe ist auch mit den Schlafmitteln. Als ich nicht schlafen konnte über wirklich 2, 3 Monate, da kaum schlafen konnte. Ich hätte alles genommen. Ich hätte auch Propofol wahrscheinlich mir angehängt, ne? Ne? Und wenn ich draufgegangen wäre. Hauptsache schlafen. Mein ganzer Kopf, meine ganzen Gedanken haben sich nur noch um Schlafen gedreht. Darum kann ich jemand wie jetzt als Beispiel Michael Jackson verstehen, der das gemacht hat. Wenn du Jahre oder auch Heath Ledger, wenn du Jahre über nicht schlafen kannst, nicht anständig schlafen kannst und immer wieder solche Phasen hast, wo gar nichts geht, ja, wo du nie zur Ruhe kommst, wo der Körper nie Energie tanken kann, wo du nicht abschalten kannst, wo du das Gefühl hast, du bist nur noch müde, nur noch erschöpft und du weißt nicht wieso, dann kann man das nachvollziehen. Man soll niemand verurteilen. Ich hätte damals auch alles genommen, wirklich alles. Ja, das war's auch schon. Ich wollte nur meine Geschichte erzählen, den Leuten Mut machen und die eben auch unter Depressionen leiden, lasst euch nicht unterkriegen, kämpft, es lohnt sich und das Leben kann auch sehr, sehr schön sein und es kann auch wieder sehr, sehr schön werden. Manchmal dauert das, oft dauert es und oft ist es auch ein Kampf, den man immer wieder kämpfen muss. Haltet durch. Mit meinen besten Wünschen, ehrlich, und ihr könnt mich auch alles fragen und abonnieren, ich werde weiter Videos posten, auch über ernste Themen, wie gesagt, wie heute Morgen jetzt. Klickt das Glöckchen an, dass ihr immer informiert werdet. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, eure Nachrichten. Lasst mich wissen, wie es bei euch war, falls ihr mal eine Depression hattet. Ich hoffe, ihr habt nie eine gehabt und dass ihr nie eine haben werdet. Meine besten Wünsche, macht's gut. Ciao.